Was kann man gegen Sonnenbrand tun? Ein Sonnenbrand entsteht, wenn UV-Strahlen in die Haut eindringen und das Zellgewebe schädigen. In der Folge kommt es zu Rötungen, Schwellungen und Schmerzen. Bei einer Hautschädigung durch die Sonne ist eine angemessene Behandlung sehr wichtig, um weitere gesundheitliche Konsequenzen zu vermeiden. Im Handel gibt es verschiedene Produkte gegen Sonnenbrand, doch auch natürliche Mittel können ausgezeichnet helfen. In diesem Beitrag geben wir verschiedene Tipps zur Behandlung von Sonnengebrand. Bei einem stärkeren Sonnenbrand sollte auf jeden Fall ein Arzt konsultiert werden. Im Schatten bleiben. Wenn du bereits einen Sonnenbrand hast, solltest du im Schatten bleiben und nicht mehr an die Sonne gehen, um das Problem nicht weiter zu verschlimmern. Falls du die Sonne nicht vermeiden kannst, bedecke deine Haut mit Kleidung und verwende eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Nicht auf den Sonnenhut vergessen. Kaltes Wasser. Wenn deine Haut von der Sonne geschädigt wurde, wird ein Bad in kaltem Wasser empfohlen, um die Haut zu kühlen. Sollte dies nicht möglich sein, kannst du auch kalte Wasserkompressen auflegen. Außerdem solltest du viel trinken, um nicht auszutrocknen. Bei einem Sonnenbad verliert der Körper nämlich viele Salze und Wasser. Milchkompressen. Milch ist ein tolles Hausmittel, das bei Sonnenbrand gute Dienste leistet. Sie enthält Fett und Milchsäure, welche die Haut bei Verbrennungen beruhigen können. Anwendung. Ein sauberes, sanftes Tuch mit ausreichend Vollmilch befeuchten und auf den betroffenen Hautbereich auflegen. Danach mit reichlich kaltem Wasser abspülen. Kamillentee. Kamille besitzt wirksame Heilkräfte und ist ein idealer Helfer gegen Schmerzen und Brennen durch Sonnengebrand. Anwendung. Einen Kamillentee vorbereiten und abkühlen lassen. Du kannst den Tee in den Kühlschrank stellen oder einige Eiswürfel dazugeben, damit es schneller geht. Danach Watte mit dem Tee befeuchten und auf die betroffene Stelle legen. Aloe Vera. Aloe Vera hilft bei Sonnenbrand und auch bei anderen Hautbeschwerden ausgezeichnet. Diese Heilpflanze wirkt schmerzlindernd und regenerierend. Anwendung. Aloe Vera Gel entnehmen und auf die geschädigten Hautbereiche auflegen. Auch ein Aloe Vera Sake oder Saft sind sehr empfehlenswert, um die Wirkung zusätzlich von innen zu verstärken. Haferflocken. Haferflocken sind ideal, um die Symptome sonnenverbrannter Haut zu lindern und Schäden zu reparieren. Anwendung. Eine Mischung aus Wasser und Haferflocken herstellen und auf die betroffenen Stellen auftragen. Sanft einmassieren und einige Minuten wirken lassen. Danach mit kaltem Wasser abspülen. Apfelessig.
Apfelessig ist eines der besten Hausmittel bei Sonnengebrannt. Er lindert Schmerzen und verhindert Blasen und das Schälen der Haut. Anwendung: Den Apfelessig zu gleichen Teilen mit Wasser mischen. Er sollte nicht pur auf die Haut aufgetragen werden, da die enthaltene Säure zu Reizungen führen könnte. Sehr gut sind Kompressen mit Apfelessig, die nur für eine Viertelstunde auf den geschädigten Hautbereich gelegt werden. Anschließend das Tuch erneut mit der Wasseressigmischung befeuchten und auflegen. Auch Apfelessigbäder können angewendet werden. Du kannst beispielsweise einfach 2 Tassen Apfelessig mit dem Badewasser vermischen. Nicht vergessen und natürlich wird auch hier eine entsprechende Vorsorge empfohlen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Nie auf passenden Sonnenschutz vergessen, viel trinken, die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit versorgen, auf eine gesunde Ernährung achten, die Haut gut pflegen und reinigen und ganz besonders wichtig ist natürlich, nicht zu lange an der Sonne zu bleiben und vor allem nicht in der Mittagszeit, in der die Strahlung am stärksten ist.